Hi, willkommen im Mekong Gym. Heute soll es um das Equipment gehen. Was brauche ich für welche Kampfsportart? Und wir fangen mit dem an, was du in jeder Kampfsportart brauchen wirst. Und das sind Boxhandschuhe. Boxhandschuhe werden in unterschiedlichen Größen und Gewichten gemessen. Da fängt es bei 4 Unzen an. Eine Unze hat 25 Gramm. Es geht dann bei 8 Unzen los. 8 Unzen sind einmal für Frauen zum Beispiel am Sandsack oder auch für Männer am Sandsacktraining möglich oder fürs Pratzentraining, wenn schnelle Techniken gefordert sind und saubere Schläge notwendig sind, sind nicht fürs Sparring geeignet. Dann 10 Unzen sind wir auch noch im Bereich von Sandsacktraining und Pratzentraining. Bei leichten Handschuhen kann ich das vor allem dann machen, wenn ich schnellere und saubere Technik haben möchte, weil ich einfach weniger Gewicht in der Hand habe und es besser ausführen kann. 10 und 12 Unzen empfehlen wir auch nur Frauen, weil die einfach tendenziell ein bisschen leichter sind und dann auch leichtere Boxhandschuhe vertragen. Dann sind wir bei den 12 Unzen Handschuhen, die kann ich auch für Sparring verwenden. Ich nehme beim Sparring schwerere Handschuhe, weil die besser den Gegner schützen, vor Cuts und Ähnlichem, also wir wollen uns ja nicht zerstören, normalerweise. Für Frauen auch noch gut, immer 10 bis 12 Unzen. Und dann haben wir 14 Unzen Handschuhe, die sind jetzt ein bisschen größer, das heißt, wenn ich größere Hände habe, sind die besser, habe ich mehr Platz drin. 14 Unzen Handschuhe sind auch besser für die Deckung, das heißt, die sind größer, der andere kommt mit den Handschuhen nicht mehr so schnell durch. Und dann die größten, die wir haben, sind die 16 Unzen Handschuhe, größere Handschuhe sind eigentlich eher genügend. Dann gibt es noch einen Unterschied für Handschuhe im Kickboxen, die haben hier noch einen Handgelenkschutz an der Seite, weil ich hier auch die High Kicks besser blocken kann. Das heißt, hier kommt ein Kick dann hin und dafür ist der extra Schutz. Fürs MMA und Grappling gibt es dann nochmal Fingerhandschuhe, da haben wir jetzt keine da. Gelten ähnliche Regeln. Je größer, desto mehr Schutz habe ich vor Cuts. Je kleiner, desto leichter zum Schleifen. Und dann alle Handschuhe, die ich jetzt gerade gezeigt habe, sind mit Klettverschluss. Sind super einfach zum selber anziehen. Es gibt aber auch welche zum Schnüren. Die sehen dann so aus. Die passen sehr viel besser. Ich kann sie aber nicht mehr alleine anziehen. Also wenn ihr einen Buddy habt, der euch die anziehen kann, super. Ansonsten sind Kletthandschuhe besser. Was wir bei uns im Sparring verwenden, ist ein Sparringskopfschutz. Der sieht ein bisschen anders aus. Und zwar so. Hier haben wir viel, viel mehr geschützt. Und zwar einmal hier das Jochbein. Die Stirn ist ein bisschen mehr geschützt und das Kinn ist einfach sinnvoll, um euch vor Cuts zu schützen. Also ganz wichtig zu wissen ist auch, ein Kopfschutz nimmt nicht die Schläge auf das Gehirn weg, die bleiben. Ein Kopfschutz schützt euch vor Cuts und das war's. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie so ein Ding angezogen aussieht, habe ich gleich noch einen Assistenten, der ins Bild kommt. So sieht der Kopfschutz dann am Mann aus. Ihr seht, hier ist die Stirn geschützt, das Jochbein, das Kinn und auch die Ohren. Und das Wichtigste beim Kopfschutz ist, dass er eng anliegt, hier hinten beim Zumachen, damit er einfach vorne nicht verrutschen kann, wenn ein Schlag kommt. Danke, Assad. Nächstes Thema, Schienbeinschoner. Die brauche ich im Thai-Boxen und im Free-Fight. Die sehen so aus. Das hier sind jetzt welche mit Hardcover, das heißt, hier ist nochmal Vinyl oder Kunstleder drüber. Und wir haben einen Spannschutz. Schienbeinschoner gibt es auch ohne Spannschutz. Dann gibt es noch welche aus Stoff. Die hier sind jetzt zum Kleppen. Die aus Stoff sind dann wie ein Strumpf zum Anziehen und von der Größe her solltet ihr gucken, dass die Knie bedeckt sind und eure Füße bedeckt sind, wenn ihr welche mit Spannschutz kauft und dass sie hinten natürlich auch passen. Das heißt, je mehr Waden ihr habt, desto größere Schienbeinschoner braucht ihr. Dann gibt es auch noch den Tiefschutz. Ich glaube, der ist selbsterklärend, warum ihr den braucht. Kauft ihn euch. Als nächstes der Mundschutz. Der ist spätestens dann notwendig, wenn ihr Sparring macht, um euren Mund zu schützen. Ist aber immer sinnvoll, sich daran zu gewöhnen. Zum Mundschutz machen wir nochmal ein komplett extra Video. Ihr habt vorhin Assad gesehen, der erklärt euch das.